Herzlich willkommen zur E-Lecture zum Nachsehen, einem kurzen Online-Vortrag zum Mitnehmen und Konsumieren, wann Sie wollen und wo Sie wollen. Das Thema dieser E-Lecture ist Präsi, Präsentieren ohne Folien. Sie erfahren in den kommenden Minuten, wie Sie Präsi als Lehrkraft, als Studierender, als Studierende, als Schülerin, als Schüler kostenlos verwenden können. Und Sie sehen dann auch, wie können Sie die ersten Schritte unternehmen, sodass Sie Präsentationen ganz ohne Folien erstellen können. In 10 Minuten sind Sie soweit und können schon Ihre erste Präsi ohne Anstrengung ganz sicherlich erstellen. Zooming statt Sliding. Wie schon eingangs erwähnt, das bedeutet, es gibt keine Folien. Präsi ist ein Präsentationsprogramm, das einen anderen Zugang hat, vielleicht auch ein bisschen einen kreativeren Zugang. Mein Name ist Stefan Schmid, ich verwende Präsi schon seit einigen Jahren und bin ein begeisterter Präsi-User und ich hoffe, Sie sind das auch und werden von diesem Konzept Zooming statt Sliding in den kommenden Sekunden überzeugt. Wie schon mehrmals erwähnt, es gibt keine Folien. Man arbeitet auf einem endlosen weißen Arbeitsblatt, wenn man so möchte, auf einer Leinwand, kann sich somit in alle Richtungen bewegen, ein Blatt, das niemals aufhört, das auch noch dreidimensional ist. Das heißt, man kann überall Texte hinzufügen, aber auch mit nur wenigen Klicks Videos einfügen, Bilder ergänzen und noch vieles mehr. Das bedeutet, den eigenen Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Wie können Sie das Ganze nutzen? Ganz einfach. Sie wählen in einem beliebigen Browser www.präsi.com, so wie ich das hier oben gemacht habe, und Sie kommen auf die Startseite von Präsi. Präsi bietet die unterschiedlichsten Geschäftsmodelle. Das Tolle ist, für Sie als Lehrkraft, aber auch für Schülerinnen und Schüler sowie für Studierende, gibt es kostenlose Versionen, die etwas mehr können und es gibt auch größere Versionen, die Sie auch downloaden können, die noch viel mehr können, bekommen Sie noch billiger als in der Standard-Variante. Es wird gleich ein wenig klarer, wenn ich Ihnen das zeige. Sie wählen hier mal Loslegen, rechts oben den Button. Sie werden jetzt sehen, es gibt einmal die unterschiedlichsten Lizenzmodelle, die unterschiedlichsten Geschäftsmodelle. Für alle, egal ob Lehrkraft oder nicht, gibt es mal eine Public-Variante. Bei dieser Public-Variante können Sie online im Browser Präsentationen erstellen, diese offline präsentieren. Was nicht geht ist, ich kann hier aber nicht offline die Präsentation bearbeiten. Bei der Public-Variante ist auch noch der eine Nachteil, wenn man das so nennen möchte, dass man alle Präsis, die man erstellt, sind öffentlich. Öffentlich im Internet sichtbar und können von jedem gefunden werden. Für Sie als Lehrkraft ist es jedoch ohnehin ratsam, so wie für alle Schülerinnen und Schüler, hier auf Bildungslizenzen zu klicken, denn für den Bildungsbereich gibt es bessere Versionen kostenlos, und zwar die Edu Enjoy Version. Hier haben Sie nämlich auch die Möglichkeit festzustellen oder zu bestimmen, ob denn die Präsis, die Sie erstellen, auch öffentlich sind. Das bedeutet, Sie haben mit der Edu Enjoy eine Variante, wo Sie Präsis online im Browser erstellen können. Das heißt, zum Erstellen, zum Bearbeiten, zum Verwalten brauchen Sie eine Internetverbindung. Sie können es aber offline präsentieren und Sie können Ihre Präsis privat stellen. Das heißt, nur Sie können diese auch finden und bearbeiten. Diese Variante ist kostenlos. Wenn Sie aber darüber hinaus noch eine Desktop-Variante möchten, das heißt, eine Variante mit unbegrenztem Speicherplatz und wo Sie auch offline arbeiten können, dann können Sie diese Version um $5 pro Monat im Jahresabonnement wählen. Sie können das auch für 30 Tage testen. Ich würde Ihnen empfehlen, beginnen Sie mal mit der Edu Enjoy. Sie klicken dazu einfach auf Abonnement wählen. Das Einzige, was Sie nun brauchen, um sicherzustellen, dass Sie auch Lehrkraft sind oder Schülerinnen, Schüler, Studierende, Sie müssen hier jetzt eine Schul-E-Mail-Adresse eingeben. Die meisten Schulen vergeben ohnehin schon E-Mail-Adressen. Wenn Sie das nicht haben, es geht auch mit der @schule.at oder
Eduhi, also vom Education Highway etc. Dann klicken Sie auf Verifizieren und schon haben Sie ein Konto erstellt. Ich habe das schon gemacht. Wenn man das einmal gemacht hat, muss man sich nur mehr anmelden und mit einem Klick bin ich schon in meinem persönlichen Cloud-Speicher von Prezi. Warum im persönlichen Cloud-Speicher? Man sieht schon ein sehr reduziertes Design und dieses zieht sich durch. Das bedeutet für Sie, ist ein großer Vorteil, Sie können ganz einfach arbeiten, denn alles ist intuitiv zu bedienen. Wir haben hier zu Beginn drei große Bereiche. Ihre Präsis. Hier finden Sie alle Präsis, die Sie erstellen, die Sie bearbeiten oder die andere für Sie freigeben in Ihre Präsis-Ordner untereinander, wenn Sie so wollen. Im Reiter Erkunden finden Sie alle öffentlich zugänglichen Präsis. Das heißt, alle Präsis, die jemand erstellt hat und öffentlich sind. Da können Sie ein bisschen durchklicken und sehen Sie, was ist möglich mit dem Programm. Und unter Lernen und Support finden Sie zahlreiche Videos, die Ihnen helfen, mit Präsis zu arbeiten. Sie finden häufig gestellte Fragen. Sie können sich austauschen mit dem Support und so weiter und so fort. Der wichtigste Bereich, wo Sie am meisten Zeit verbringen werden, wenn Sie mit Präsis arbeiten, ist jedoch Ihre Präsis, denn in diesem Bereich können Sie Ihre Präsis erstellen und bearbeiten. Dazu klicken Sie einfach auf Neue Präsis. Jetzt können Sie dann ein Template aus unterschiedlichsten Vorlagen auswählen. Kurz davor ist etwas, das werden Sie des Öfteren sehen, das Präsis-Logo wird auch genannt als Zebra, und das zeigt immer an, jetzt wird im Hintergrund schon die Template-Auswahl geladen. Es gibt also schon vorgefertigte Templates, so wie bei anderen Präsentationsprogrammen auch. Die können Sie nutzen und dann einfach Ihre Texte, Ihre Bilder etc. etc. einfügen und das abwandeln. Oder Sie starten mit einer leeren Präsi, das heißt mit einem weißen, endlosen Arbeitsblatt. Ein Klick und schon sind wir im Online-Editor. Auch hier, Sie sehen es gleich, intuitives, reduziertes, kurzes Design und standardmäßig wird eingefügt in der Mitte ein Rahmen, ein sogenannter Frame und zwei Texte. Bevor ich etwas schreibe, möchte ich Ihnen nochmal kurz die Philosophie zeigen. Ich habe gesagt, keine Folien. Mit gedrückter linker Maustaste können Sie sich in alle Himmelsrichtungen bewegen und wir zoomen einfach hier herein und heraus. Jetzt zoomen wir einfach hinein. Wir möchten gleich mal beginnen. Klicken Sie drauf. Schon entsteht ein Texteditor und wir schreiben meine erste Präsi. Darunter klicken wir hier und machen gleich eine Unterüberschrift. Das geht ja ganz leicht. Wenn Sie hier die Schrift in irgendeiner Art und Weise ändern möchten, haben Sie hier diesen kleinen Editor gleich. Der wird eingeblendet. Und Sie können dann oben auch draufdrücken und das so positionieren, wie Sie möchten. Mit einem Klick auf das weiße Arbeitsblatt ist der Editor schon wieder weg. Möchten Sie das Ganze jetzt noch verschieben, klicken Sie einfach einmal drauf und so haben Sie die Hand. Sie können das Ganze jetzt dorthin schieben, wo Sie wollen. Sie können das dann auch in diesem Modus verkleinern. Sie können das einfach so positionieren, wie Sie wollen. Wenn Sie den Text nochmal bearbeiten wollen, Text bearbeiten. Wenn Sie sonst irgendwo einen Text schreiben wollen, wenn jetzt mal unterhalb des Ganzen, dann setzen Sie einfach irgendwo auf dem weißen Blatt irgendwo einen Doppelklick. Und schon von Stefan Schmidt können Sie Texte ergänzen. Wir werden hier noch die Farbe ändern, ein Klick außerhalb und schon können wir wieder mit gedrückter linken Maustaste den Text so positionieren, wie wir wollen. Möchten wir ihn verkleinern, nochmal draufdrücken und mit Minus oder am Rande können wir das Ganze verkleinern. Wir können jetzt auch den Text, wenn wir wollen, drehen. Ist auch sehr spannend. Dazu einfach mit dem Armfass am Rand und wir drehen den Text einmal um. Also Texte können Sie ganz einfach positionieren, egal wo Sie wollen, auf dem weißen Arbeitsblatt. Ja, dadurch, wenn Präsis schon dreidimensional ist, werden wir das Ganze jetzt auch hier dreidimensional ein bisschen nützen. Wir fahren jetzt zoomen ein bisschen hinein und werden jetzt in das E hineinschreiben. Haha. Und wir zoomen wieder raus aus dem Ganzen. Man sieht dann,
Das Haha ist fast nicht mehr erkennbar. Wenn man es noch kleiner gemacht hätte, wäre es nicht erkennbar. Also Texte können überall auf dem weißen Arbeitsblatt positioniert werden, indem man einfach die Position aussucht und dann einen Doppelklick draufsetzt. Hier oben in der Menüleiste auch ganz einfach, und es gibt nur zwei wirklich spannende, wenn man das so sagen möchte, Bereiche oder Schaltflächen einfügen. Über dieses Symbol können Sie alles einfügen, das Sie wünschen. Zum Beispiel ein Bild. Sie haben jetzt zwei Varianten. Sie können entweder gleich hier im Web nach Bildern suchen. Dann werden Bilder vorgeschlagen. Ich nehme jetzt mal ein Wort, zum Beispiel Kürbis. Und Sie sehen dann gleich mal, es werden unterschiedlichste Bilder mit einem Kürbis drauf vorgeschlagen. Sie können aber auch Bilder über Dateien auswählen. Hochladen werden wir gleich mal machen. Hier im Download-Ordner habe ich schon ein Logo vorbereitet, das kennen Sie bestimmt, und schon wird das Ganze hochgeladen. Und wir haben es hier. Und Sie sehen auch sofort, dass Bilder genauso zu bearbeiten sind wie Texte. Man klickt einmal drauf, kann das Ganze verkleinern, vergrößern, kann das dorthin schieben, wo man möchte, und kann auch hier noch Effekte ergänzen, wenn man will. Also man hat so einen kleinen Editor eingebaut. Rahmen noch ergänzen und anwenden. Sichern, und schon haben wir auch das Ganze erledigt hier. So, genauso einfach, wie wir hier jetzt Bilder ergänzt haben auf unserer Präsi, kann man jetzt auch, ich werde das jetzt mal ein bisschen hier rauszoomen, kann man jetzt auch ganz einfach Videos einfügen, am besten ein YouTube-Video. Dazu muss man nur den Link des Videos hier einfügen. Also wählen Sie einfach youtube.com, suchen Sie ein Video, das für Sie passt, und dann brauchen Sie nur mehr die Webadresse, um das Ganze einzufügen. Und hier, wir rufen einfach das YouTube-Video auf, wählen hier ganz einfach die Webadresse, kopieren das Ganze, Steuerung C zum Beispiel, und fügen das hier dann mit Steuerung V ein. Also nur die Adresse einfügen, und schon wird das Video eingefügt. Und Sie sehen schon, ich kann das Video genauso bearbeiten wie ein Bild. Ich klicke einmal drauf, ich kann es verkleinern, vergrößern, auch hier am Rand, und ich kann das Ganze auch, wenn ich möchte, drehen. Natürlich kann ich weitere Elemente wie PowerPoint-Folien, wie Dateien, PDF etc. hinzufügen oder Pfeile. Einfach ein Klick und schon habe ich hier einen Pfeil positioniert. Das heißt, ich kann nach Lust und Laune, wo ich möchte, auf diesem dreidimensionalen Arbeitsblatt ganz einfach alles, was ich möchte, positionieren, und das mit wenigen Klicks. Und so entsteht dann eine große weiße Leinwand mit meinen Ideen. Eines möchte ich Ihnen noch schnell zeigen, und zwar, das sind noch die Rahmenentwürfe, die Frames. Und hier gibt es dann schon so unterschiedlichste Designs mit Kombinationen etc. Die können Sie dann auch ganz einfach einfügen. Spannend ist vielleicht auch noch die Hintergrundmusik. Also Sie können auch Hintergrundmusik einfügen, die Sie dann jederzeit haben, Formen etc. etc. Alles, was Sie einfügen wollen, können Sie über den Punkt einfügen machen. Wenn Ihnen das Design jetzt grundsätzlich nicht gefällt, können Sie noch über Anpassen, also wir haben jetzt alles eingefügt, das geht, über Anpassen können Sie jetzt noch hier ein fertiges Theme wählen und dieses dann noch weiter anpassen. So, jetzt sehen Sie hier, das ist mir ein bisschen zu klein im Vergleich zum Video. Ich markiere jetzt den Rahmen und vergrößere den, und plötzlich sehen Sie, wird dabei nicht nur der Rahmen vergrößert, sondern gleichzeitig auch der Inhalt. Das ist ein kleiner Vorteil von den Rahmen. Also wir haben jetzt hier ein Theme noch ein bisschen ausgewählt. Man könnte jetzt noch weiter anpassen über erweitert die Schaltfläche. Können Sie jetzt noch sagen, ich möchte jetzt gerne noch ein Logo einbinden, ich möchte hier noch einen Hintergrund hinzufügen, einen 3D-Hintergrund, ich möchte die Farben für die unterschiedlichsten
Überschriften etc. etc. Ja, das heißt, wenn Sie alle Elemente positioniert haben auf dem Arbeitsblatt und Sie sagen, so, und jetzt habe ich mal alles da und jetzt möchte ich einen Ablauf der Präsentation festlegen. Dafür brauchen Sie hier den linken Bereich und Sie definieren am Schluss einen Pfad, also einen Weg. Dazu klicken Sie auf Pfad bearbeiten und Sie sehen schon, hier links ist ein Einser plötzlich erscheint, der hier und hier. Immer wenn ein Rahmen eingefügt wird, wird dieser auch automatisch in den Pfad hinzugefügt. Das kann man lassen oder wir starten komplett neu, dann Pfad bearbeiten, löscht man das Ganze. Ich sage mal, alles löschen. Und jetzt überlegen wir, wie soll denn durch die Präsentation geleitet werden? Das heißt, ein Objekt nach dem anderen wird somit in die Bildschirmmitte gezoomt und dazu können wir im Bearbeitungsmodus ganz einfach auf die Elemente klicken und es wird sozusagen ein Ausschnitt dazu auf die linke Seite gebracht. Jetzt zoomen wir nochmal hinein das Ganze, denn jetzt möchten wir ja hier auch zu diesem kleinen Wort, da haben wir ja haha ergänzt vorher. Das ist Nummer 3, dann soll er wieder herauszoomen. Schauen wir mal. Und soll nochmal auf das Wort. Dann, das geht ja ganz leicht. Dann soll er gleich mal drehen und von Stefan Schmidt. Dann zurück zu dem E-Lecture-Bild. Dann vielleicht nochmal den Rahmen anzoomen. Dann zum Pfeil für Es geht weiter und dann startet gleich mal automatisch das Video. Und am Schluss könnte man noch, wenn man so will, hier den ganzen Bildschirmausschnitt, da kann man so eine Art Screenshot davon machen, als Ganzes einfügen. Wenn ich fertig bin mit dem Pfad, klicke ich nur mehr auf Pfad bearbeiten. Wir sind wieder im Bearbeitungsmodus und ich kann mir schon meine Präsi über Präsentieren ansehen. Und jetzt brauche ich mit dem Pfeiltasten oder dem Tasten hier unten einfach durchklicken. Schauen wir uns mal unsere erste Präsentation an. Meine erste Präsi. Achtung. Wir zoomen hinein. Haha. Wird wieder herausgezoomt. Jetzt wird das geht ja ganz leicht in die Bildschirmmitte gezoomt. Und jetzt wird das Ganze gedreht von Stefan Schmid. Und wird nochmal gedreht. Wir sehen E-Lectures. Das Ganze wieder, jetzt kommt der Pfeil und jetzt kommen wir zum Video, das automatisch gestartet wird. Wir klicken auf Weiter und sehen nochmal unseren ganze Präsi. Das heißt hier, wenn uns das passt, sind wir fertig. Die Grundfunktionen kennen Sie, das heißt großes, weißes, endloses Arbeitsblatt. Sie können überall auf diesem Arbeitsblatt, wo Sie wollen, Ihre Ideen, das heißt Texte, Striche, Rahmen, Bilder, Videos, PowerPoints, PDFs etc. positionieren, das Ganze dann auch noch vergrößern, verkleinern, so wie es für Sie passt. Dann erstellen Sie einen Pfad, das heißt einen Ablauf und wenn das für Sie passt, klicken Sie nur mehr auf Beenden. Sie brauchen nicht speichern, es wird ständig im Hintergrund gespeichert. Sie klicken auf Beenden und kommen sofort wieder einem Nachbearbeitungsbereich und in diesem Nachbearbeitungsbereich können Sie noch ein paar Dinge festlegen. Sie können zum Beispiel hier den Titel nochmal ändern. Zum Beispiel schreiben wir statt meine erste Präsi speichern. Sie können hier jetzt das Ganze auch downloaden, denn wie gesagt, es ist natürlich möglich, die Präsentation offline anzusehen. Online können Sie es nur bearbeiten. Achtung, beim Offline-Ansehen kann dann das Video nicht abgespielt werden. Sie können es kopieren, Sie können es teilen. Sie können es einbetten, das heißt, es wird, wenn Sie auf Einbetten klicken, wird ein HTML-Code generiert und den können Sie dann ganz einfach auf jede Webseite oder auf andere Anwendungen, LMS, also Lernmanagementsysteme, Sways und so einbetten, haben Sie das Präsi drinnen in Blogs und so weiter. Sie können hier auch noch definieren, wer darf denn das Präsi sehen? Ist diese privat oder ist die öffentlich? Das heißt, öffentlich kann sie jeder auffinden. Sie können auch dann hier diesen Link ganz einfach kopieren und einem jeden zur Verfügung stellen. So kann der einfach auf den Link klicken und Ihre Präsi dann sehen. Sie können hier unten auch noch Personen hinzufügen und Rollen bestimmen. Sind das Zuseher oder Co-Autoren? Denn Präsi
ist auch dazu da, kollaborativ zu arbeiten. Das heißt, bis zu 10 Personen können gleichzeitig an einer Präsentation von überall aus arbeiten. Ja, wenn Sie sagen, ich bin fertig, können Sie einfach nochmal zu Ihrer Präsis wechseln und Sie werden sehen, unsere soeben erstellte erste Präsi befindet sich schon unter Ihrer Präsis hier unten. Möchten Sie die jetzt wieder mal bearbeiten, klicken Sie dazu nur auf Bearbeiten. So einfach ist es und Sie haben schon Ihre erste Präsi erstellt. Ich hoffe, dieser kurze Online-Vortrag zum Nachsehen, zum Mitnehmen von Takeaway hilft Ihnen jetzt bei den ersten Präsi-Schritten. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie etwas brauchen, vielleicht besuchen Sie auch mal die eine oder andere E-Lecture vom Online-Campus VPH. Auch diese werden in der Regel des Öfteren angeboten. Spannend noch ganz schnell zum Schluss, didaktische Ideen, wie man Präsi in und für die Schule nutzen kann, bekommen Sie jetzt noch ganz kurz von mir. Also Präsi ist natürlich ein klassisches Präsentationswerkzeug. Sie können aber auch Präsi nutzen, um Werke zu sammeln, zum Beispiel Lernwerke, Lernvideos, Bilder, Texte, und dann generieren Sie einen Link und stellen diesen Ihren Schülerinnen und Schülern zur Verfügung. Sie können Präsi nutzen, um kollaborativ mit Ihren Schülerinnen und Schülern zu arbeiten. Sie können Ihre Schule vorstellen und das Ganze auf der Webseite einbinden oder auch automatisch auf einer Leinwand ablaufen lassen. Sie können aber auch Präsi nutzen, um interaktive Spiele zu erstellen, zum Beispiel positionieren Sie Österreich dort, fragen nach den einzelnen Wahrzeichen der Hauptstädten, die Schülerinnen und Schüler sagen Ihnen die Antwort und dann zoomen Sie hinein. Das macht einen ganz schönen Effekt, so eine Art Entdeckungsreise. Ja, somit einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis bald am Online-Campus VPH.